Was haben Muslime und Esoteriker gemeinsam? Da gibt es eine wichtige Gemeinsamkeit und das ist der Weg der Rettung. Jesus hat gesagt, der Weg, der ins Verderben führt, ist breit, aber der Weg, der ins Leben führt, ist schmal. Das steht in der Bergpredigt, Matthäus Evangelium, Kapitel 7, Vers 14, leicht zu merken. 7,14. Wie sieht dieser Weg nun aus ins Leben, der schmale Weg ins Leben, von dem Jesus spricht? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Johannes Evangelium 14, Vers 6. Der Glaube an Jesus ist der Weg. Wie aber glaubt man an Jesus? Glaube ist letztendlich eine Gabe des Heiligen Geistes. Den Heiligen Geist erhältst du, indem du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst. Dieser Glaubensschritt ist entscheidend für dein Leben in der Zeit und in der Ewigkeit. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, dann kann Gott machen. Wenn du das nicht tust, dann glaubst du vielleicht irrtümlich, du würdest aus eigenen Kräften vorankommen oder du handelst durch die Kräfte anderer Mächte, nicht durch Gott. Wenn du ein Kind Gottes werden möchtest, dann brauchst du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter. Und das geschieht, indem du ihn in einer freien Herzensentscheidung als deinen Herrn und Retter annimmst. Darin unterscheiden sich Muslime nicht von Esoterikern und von jedem anderen Menschen. Es gibt aber schon einen Unterschied zwischen Muslimen und Esoterikern auf der einen Seite und vielen anderen Menschen auf der anderen Seite. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, dann wird der Heilige Geist dich führen. Er führt dich in die Taufe, er führt dich in eine Gemeinde. Er führt dich in ein Verständnis von Gottes Wort, der Bibel, sei es, dass du es hörst, sei es, dass du es liest. Der Heilige Geist wird deinen Weg fruchtbar machen. Er möchte aber etwas von dir. Wenn du Christ geworden bist, hast du dich zu distanzieren von den Mächten, den geistlichen Mächten zwischen Himmel und Erde, die Menschen an sich binden, die Götter der Völker, die keine Götter sind, das sind nur Engel. Die Esoterikengel, die Menschen an sich binden, von denen hast du deutlich Abstand zu nehmen. Was Muslime und Esoteriker gemeinsam haben, ist, sie haben ihre Schriften zu verbrennen oder jedenfalls zu entsorgen, so zu entsorgen, dass die nicht in andere Hände geraten können. Entsorge die Schriften der Fremdreligionen und der Esoterik. Wenn du zum Glauben an Jesus kommst, entsorge dieses ganze abwegige Schrifttum, so wie es die Christen getan haben in Ephesus, Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 19. Sie haben die Zauberbücher verbrannt. Jesus macht frei. Und du hast einen kleinen Anteil daran. Du verbrennst oder entsorgst die Zauberbücher und gehst den Weg als ein Kind Gottes im Heiligen Geist. Das ist dann dein Weg. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, dann wird der Herr dich führen. Du wirst frei werden. Entsorge diesen ganzen Müll. Die Mächte der Welt zwischen Himmel und Erde, die sich Götter nennen und nur Engel sind, die Esoterikengel, sie werden versuchen, dich zurückzuführen auf den Weg der Abwegigkeit. Aber du bist stärker im Heiligen Geist. Wenn Jesus dein Herr und Retter ist, dann macht er es. Er wird dich auf deinem Lebensweg fruchtbar führen, je nachdem, wie du die Gaben des Heiligen Geistes annimmst und umsetzt, wird dein Lebensweg fruchtbar sein. Und am Ende dieses Lebensweges steht die Wand des Todes, da gehst du hindurch in das Totenreich, hast die Totenruhe. Und dann gehst du in die Auferstehung
und du gehst durch das endzeitliche Gericht nach der Auferstehung hindurch. Im endzeitlichen Gericht hast du keinen Platz, denn deine Sünden hängen, wenn du in deiner Zeit Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hattest, am Kreuz. Du trägst gewissermaßen eine Markierung. Der Heilige Geist ist deine Markierung. Du gehst dahin durch, durch das Gericht. Da ist nichts mehr zu richten. Du gehst hindurch in das Paradies. Das ist der Weg jedes Esoterikers, jedes Muslims und jedes anderen Menschen, der Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt. Denn dann erhält er den Heiligen Geist und der Heilige Geist Gott kann das dann tun. Er kann dich dann retten. Nimm Jesus als deinen Herrn und Retter an. Lass dich retten. Glaube an Jesus. Mohammed ist tot. Buddha ist tot. All diese Religionsstifter, auch die modernen, Rudolf Steiner, sie sind tot. Und wenn sie nicht Jesus Christus als Herrn und Retter hatten, dann werden die im Gericht stehen. Am Ende der Zeit, nachdem sie aus den Toten auferstanden sind, werden sie im Gericht stehen und ihr Urteil erhalten. Nimm du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Lass dich retten und wir sehen uns wieder im Paradies. Gottes Segen. Amen.